Ja, es ist ein wunderschöner Abschluss vom zweitletzten Match. Das letzte Heimspiel hier in der Swissport Arena. Zu null hat der FC Luzern gespielt. Und dass der FCL zu null gespielt hat, für das ist der Dave Zibung heute verantwortlich. Ja, Dave Zibung, ich glaube, das war die richtige Antwort am heutigen Abend auch von dir. Sensationelle Leistung. Ja, ich wollte heute besser spielen natürlich. Ich muss aber sagen, dass mich die Mannschaft brutal unterstützt hat, vom Samstag bis heute, auch durch den Match. Und als ich schon bei Gui laufen und das Publikum gesehen habe und gesehen habe, dass sie mir Mut zugerufen haben, wollte ich umso mehr eine gute Leistung machen. Und ich bin Gott froh, und das ist wahrscheinlich das schönste zu null in meiner ganzen Karriere. Jetzt mit dem neuen gelben Liebli hat das vielleicht auch ein bisschen Glück gebracht. Ja, wäre schön, wenn sie in der neuen Saison auch so Glück bringt. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft so auftreten wie heute. Wir haben Sio über 90 Minuten dominiert, wie noch selten. Und das wollen wir jetzt nächste Saison auch so machen. Jetzt ist noch nicht ganz fertig. Renault-1-Spiel in Genf gegen Servette. Die sind jetzt seit heute Abend abgestiegen. Für die geht es um nichts mehr. Also ihr könnt dort befreit aufspielen. Auch für euch geht es eigentlich um nichts mehr. Der Platz ist gesichert. Wir wollen in Genf die Gleichleistung zeigen wie heute und mit 3 Punkten heim auf Luzern kommen. Okay, das hoffen wir, dass ihr das macht. Nochmal herzliche Gratulation zum 2-0-Sieg. Merci, Dave Zibung. Und bei mir ist auch der Daniel Gigax, der heute 2 Goal geschossen hat. Herzliche Gratulation, Daniel Gigax. Ja, das war, glaube ich, die richtige Antwort nach den letzten beiden Matchen. Heute sich vor dem eigenen Publikum gerade so können zu verabschieden. Gut, ich meine, gegen Zürich haben wir phasenweise nicht schlecht gespielt, haben das erste Goal zu einem dummen Zeitpunkt bekommen, aber das am letzten Wochenende, nachdem das richtig kacke war, haben wir heute, denke ich, phasenweise recht gut Fußball gespielt. Und du hast sie zweimal sensationell reingehauen. Beschreib die beiden Goals schnell. Ja, es war zweimal eine wunderschöne Vorarbeit von Adi Winter. Ich weiss, dass er sie oft flach vor ihnen spielt und der zweite hat er schön in den Lauf hineingespielt. Und ja, ich kann sie eigentlich nur noch machen. Jetzt haben wir heute das neue Heimdress angehabt, wieder in blau-weiß. Wie war es zum Shooten? Es war eigentlich genau gleich zum Shooten wie vorher auch. Aber ich denke, es hat heute irgendwie gut getan. Wir konnten eine gute Show abliefern. Und ich freue mich dann mit dem neuen Liebling in die neue Saison zu gehen. Jetzt ist noch nicht ganz die neue Saison. Es geht noch auf Genf. Der Dave hat gesagt, nochmal 3 Punkte. Wie geht ihr jetzt hier noch auf Genf runter? Ja, ich meine, wir gehen nicht dort runter grillieren. Wir wollen dort runter gehen und wollen 3 Punkte holen. Und für das sind wir auf dem Platz jedes Wochenende. Manchmal haut es ein, manchmal nicht. Aber wir steuern ganz klar das Eingehen. Und den Grillwurst nach dem Match? Mal schauen, ob es dann noch einen Wurststand offen hat. Okay, merci Daniel Gigax. Herzliche Gratulation zu den beiden Goals. Merci vielmals. Soweit also der zweifache Goalschütze. Und wir schauen uns in wenigen Augenblicken die weiteren Resultate und vor allem die Tabellen an.